Das Wochenende kann beginnen und die Welt des Sports hält wieder für jeden etwas parat. In der Bundesliga geht es für Hannover 96 gegen Gladbach um die womöglich letzte Chance auf den Relegationsplatz. An der Tabellenspitze will Borussia Dortmund mit einem Sieg gegen den FSV Mainz 05 zumindest vorübergehend wieder Platz 1 übernehmen. Die deutschen Handballer können mit einem Sieg gegen Polen vorzeitig das Ticket für die EM im kommenden Jahr lösen. Sport 1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für ihren Sporttag komprimiert zusammengefasst. Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit! Das ist passiert: Bundesliga, Schalke mit Duselremi bei Club, ein Unentschieden, zwei Verlierer, der 1. FC Nürnberg und Schalke 04 haben im direkten Duell wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg liegen lassen. Zum Bericht: 2. Bundesliga, Horrorfoul überschattet Ausbleiteam, 29. Spieltag der 2. Bundesliga, gewinnt der 1. FC Heidenheim bei Erzgebirge Aue. Negativer Höhepunkt ist die rote Karte für Filip Kusic nach üblem Foulspiel. Zum Bericht: 2. Bundesliga, Union lässt Big Point liegen, Union Berlin holt gegen Jan Regensburg nur einen Punkt und verpasst damit den Sprung auf Platz 2. Polter rettet das Unentschieden. Zum Bericht: Dell München mit einem Fuß im Finale, Meister Red Bull München steht in der deutschen Eishockeyliga, Dell vor der Rückkehr ins Finale. Das Team von Trainer Don Jackson gewann das 5. Playoff-Halbfinale gegen die Augsburger Panther in eigener Halle 1:0, 0:0, 1:0, 0:0 und führt in der Best-of-7-Serie 3:2. Zum Bericht: NBA, Lakers trennen sich von Walton, die Los Angeles Lakers ziehen aus der schwachen Saison Konsequenzen und haben sich in beiderseitigem Einvernehmen von Trainer Luke Walton getrennt. Zum Bericht: Formel 1, Bottas schnappt sich Pole in China, Mercedes-Pilot Valtteri Bottas geht beim großen Preis von China von der Pole Position ins Rennen. Sebastian Vettel musste sich im Ferrari einmal mehr auch seinem Dauerrivalen Lewis Hamilton geschlagen geben und startet aus Reihe 2. Zum Bericht: Formel 1, Verstappen ätzt gegen Vettel, Max Verstappen hat sich nach dem Qualifying zum großen Preis von China erbost über ein Manöver des deutschen Ferrari-Piloten Sebastian Vettel gezeigt und für künftige Qualifyings Rache angekündigt. Zum Bericht: Das passiert heute: 2. BL, Paderborn bei Abstiegskandidat unter Druck, im Kampf um den Aufstieg ist der SC Paderborn bei Abstiegskandidat MSV Duisburg, 2. Bundesliga, SC Paderborn, MSV Duisburg, ab 13 Uhr im Live-Ticker, gefordert. Nur mit einem Sieg kann der Anschluss an den Relegationsplatz weitergehalten werden. Handball, DHB-Team, kann EM-Qualifikation sichern, 3 Spiele, 3 Siege, so lautet die bisherige Bilanz der deutschen Handballer in der EM-Qualifikation. Mit einem weiteren Sieg im Spiel gegen Polen, Handball, EM-Qualifikation, Deutschland, Polen, ab 14 Uhr im Live-Ticker, kann die DHB-Auswahl bereits vorzeitig das Ticket für die Endrunde in Norwegen, Schweden und Österreich buchen. Bundesliga, Kellerkinder im 1:1-Spiel 1 nach der Verpflichtung des neuen Sportdirektors Sven Mislintat empfängt der VfB Stuttgart die Werkself aus Leverkusen. Während die Schwaben mit einem Sieg den Rückstand zum rettenden Ufer verringern können, hofft Schlusslicht Hannover gegen Gladbach auf einen Ausrutscher des VfB, um somit zumindest die theoretische Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Bundesliga, die Samstagsspiele ab 15.30 Uhr im Live-Ticker. Bundesliga, BVB will zurück an die Spitze, eine Woche nach dem 0:5-Debakel in München will Borussia Dortmund zumindest vorübergehend wieder an die Tabellenspitze. Da kommt Lieblingsgegner FSV Mainz 05 gerade recht. Bundesliga, Borussia Dortmund, FSV Mainz 05, ab 18.30 Uhr im Live-Ticker.
Von den bisherigen 12 Heimspielen gegen die in Hessen verloren die Schwarz-Gelben lediglich eins. Das müssen Sie heute sehen. Volleyball-Bundesliga. Halbfinale der Frauen und Männer. Im Halbfinale der Volleyball-Bundesliga trifft der amtierende Meister SSC Palmberg Schwerin auf den SC Potsdam. Volleyball-Bundesliga. Frauen SC Potsdam, SSC Palmberg Schwerin ab 16 Uhr live im TV auf Sport1 und im Livestream. Nach dem Sieg in Spiel 1 will Schwerin den nächsten Schritt in Richtung Finale gehen. Im Anschluss zeigt Sport1 live im TV und im Livestream Spiel 2 der Halbfinalserie bei den Männern zwischen den Berlin Recycling Volleys und den Hypo-Tirol Alpen Volleys, Euro Hockey Challenge Deutschland gegen Slowakei. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft startet im April mit den Duellen gegen die Slowakei, Tschechien und Österreich in die heiße Phase der WM-Vorbereitung. Sport1 begleitet das DEB-Team auf seinem Weg zur Weltmeisterschaft ab 19.30 Uhr live im TV und im Livestream. NHL, Washington Capitals, Carolina Hurricanes, die stärkste Eishockey-Liga der Welt, live auf Sport1. Der Pay-TV-Sender überträgt in der Spielzeit 2018-19 ausgewählte Partien live, darunter als krönenden Abschluss alle Begegnungen der Stanley Cup Finals im Best-of-7-Modus. Ab 21 Uhr steht das zweite Duell zwischen Titelverteidiger Washington Capitals und den Carolina Hurricanes auf dem Programm. Das Videoschmankerl des Tages: Benfica Supertalent João Felix. Ein Typ wie Cristiano Ronaldo mit 3 Toren hat Benfica Supertalent João Felix das Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League gegen Frankfurt im Alleingang entschieden. Sport1 stellt den 19-Jährigen vor.